Hallo und herzlich willkommen hier auf Ideal Watches. In diesem Video geht es um die Skagen Connected. Wo die Vor- und Nachteile der schicken Hybriduhr liegen, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Die Skagen Connected ist meiner Meinung nach eine der hübschesten Hybriduhren, die aktuell zu haben ist. Mit einem Durchmesser von 42 mm ist die Uhr relativ groß, kann aber trotzdem noch an schmalen Handgelenken getragen werden. Andere Größen sind aber leider nicht erhältlich. Die Skagen Connected sieht durch ihr klassisches und reduziertes Uhrendesign wirklich umwerfend aus. Dadurch eignet sie sich vor allem für Liebhaber von klassischen Uhren, die es zu schätzen wissen, eine modische Uhr am Handgelenk zu tragen. Doch die Uhr sieht nicht nur toll aus, sondern sie ist auch sehr gut verarbeitet. Das Gehäuse besteht komplett aus glänzendem Edelstahl und macht einen robusten Eindruck. Auch die drei seitlichen Tasten fügen sich nahtlos in die Uhr ein und besitzen einen angenehmen Druckpunkt. Eine Krone zum Einstellen der Uhr gibt es allerdings nicht, da die Uhr sich mit Hilfe des Smartphones von selbst einstellen kann. Das Uhrenglas besteht aus Mineralglas und sorgt für einen optimalen Blick auf das Zifferblatt, ohne in der Sonne zu viel zu spiegeln. Da es keine schützende Lünette gibt, ist das Glas allerdings sehr anfällig für Kratzer und Stöße. Das Zifferblatt der Skagen Connected ist hübsch designt und lässt sich durch die großen Zahlen auch sehr gut ablesen. Neben den normalen Zahlen von 1 bis 12 sind am äußersten Rand auch noch die Zahlen von 1 bis 31 zu sehen, die dazu genutzt werden, um auf Knopfdruck das Datum anzuzeigen. Außerdem gibt es ein Hilfszifferblatt, das für verschiedene smarte Funktionen genutzt wird. Die Skagen Connected ist in vielen verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Armbändern erhältlich, sodass wirklich für jeden etwas dabei sein sollte. Die Skagen Connected ist eher eine Alltagsuhr, die sich weniger für sportliche Aktivitäten eignet. Mit ihrem Durchmesser von 42 mm und einer Höhe von 11 mm ist sie relativ groß, ohne dabei klobig zu wirken. Und trotzdem hat sie mich beim Sport oder beim Schlafen durch ihre kantige Form und das hohe Gehäuse eher gestört. Auch das mitgelieferte Lederarmband eignet sich nicht für sportliche Aktivitäten, sieht dafür aber sehr hochwertig und schick aus. Auch wenn die Skagen Connected auf den ersten Blick wie eine ganz normale Uhr aussieht, lassen die drei seitlichen Tasten und das Hilfszifferblatt vermuten, dass die Uhr doch etwas mehr kann als nur die Zeit anzuzeigen. In der Uhr ist ein kleiner Vibrationsmotor eingebaut, der dich über eingehende Nachrichten und Anrufe von deinem Handy informiert oder dich auch wecken kann. Doch die Skagen Connected informiert dich nicht nur über die eingehenden Nachrichten und Anrufe, sondern sie kann dir auch gleich anzeigen, wer dich gerade kontaktiert. Dazu gibt es vier farbliche Bereiche auf dem Hilfszifferblatt, die sich jeweils einem Kontakt zuordnen lassen. Bekommst du eine Nachricht, vibriert die Uhr und der kleine Zeiger springt dann auf die jeweilige Farbe. Das ist natürlich schon etwas eingeschränkt, kann aber in einigen Situationen ganz nützlich sein. Außerdem kann man auf dem Hilfszifferblatt den Fortschritt seines Aktivitätsziels sehen. In der App kann man sich ein individuelles Ziel setzen, welches sich dann auf dem Zifferblatt verfolgen lässt. Über den integrierten Schrittzähler misst die Uhr dann, wie aktiv man ist und wie viele Kalorien man verbrannt hat. Das hat im Test problemlos funktioniert und meine Schritte wurden mit einer Genauigkeit von 96% gemessen. Trägt man die Uhr über Nacht, kann sie auch den Schlaf aufzeichnen. Am nächsten Morgen kann man dann in der App die Dauer seiner verschiedenen Schlafphasen betrachten. Da die App die Daten aber nicht weiter auswerten kann und auch keine Erklärung gibt, was sie zu bedeuten haben, bleibt das Ganze eher oberflächlich. Die drei seitlichen Tasten lassen sich verschiedenen anderen Funktionen zuweisen. So kann man per Knopfdruck eine zweite Zeitzone einstellen, sein Handy klingeln lassen, ein Ziel tracken oder die Handykamera fernsteuern. Auch die Musikwiedergabe des Handys lässt sich mit der Uhr kontrollieren. Je nachdem, wie oft man die Taste drückt, kann man die Musikwiedergabe starten, pausieren oder einen Song überspringen. Leider ist man auch hier etwas limitiert, da sich eben immer nur einige dieser Funktionen zur selben Zeit nutzen lassen. Die Skagen Connected läuft wie eine normale Uhr mit einer Knopfbatterie. Das hat den riesigen Vorteil, dass man die Uhr nicht regelmäßig aufladen muss. Mit einer voll aufgeladenen Batterie soll die Skagen Connected laut Hersteller 6 Monate durchhalten. Nach diesen 6 Monaten muss man die Batterie dann allerdings austauschen. Das ist zum Glück sehr unkompliziert und funktioniert auch ohne Spezialwerkzeug. Trotzdem ist so ein Batteriewechsel natürlich etwas lästig.
Die Skagen Connected ist mit Android und iOS kompatibel. Um die Uhr mit dem Handy zu verbinden, muss man einfach die kostenlose Skagen Connected App aus dem App Store herunterladen. Öffnet man die App, lässt sich die Uhr mit dem Handy koppeln und ist in wenigen Minuten eingerichtet. Ist die Uhr einmal eingerichtet und konfiguriert, dient die Skagen Connected App als Schnittstelle zwischen der Uhr und dem Smartphone. Die von der Uhr gemessenen Aktivitäts- und Schlafdaten werden in der App gespeichert und lassen sich mit den Daten der letzten Tage und Wochen vergleichen. Außerdem lassen sich eine Menge Einstellungen an der Uhr vornehmen. Man kann den einzelnen Tasten verschiedene Funktionen zuweisen, eine zweite Zeitzone einstellen oder einen Wecker stellen und seine Benachrichtigungen und Kontakte verwalten. Auch das Erstellen individueller Ziele ist möglich. Und zum einen lassen sich ein Schritt- und ein Schlafziel setzen. Zum anderen gibt es aber auch noch eine Zielvorgabe, die sich mit einer der seitlichen Tasten der Uhr steuern lässt. Drückt man die Taste einmal, wird eine Einheit des Ziels gezählt. Will man zum Beispiel darauf achten, dass man genügend trinkt, setzt man sich als Ziel 10 Gläser Wasser am Tag zu trinken. Jedes Mal, wenn man dann die Taste drückt, wird ein Glas Wasser gezählt und am Abend kann man dann sehen, ob man genügend getrunken hat. So, kommen wir zum Fazit. Die Skagen Connected ist eine schicke Hybriduhr, die sich vor allem an Freunde klassischer Uhren richtet. Durch ihr hochwertiges Äußeres eignet sie sich perfekt als modischer Begleiter im Büro und Alltag. Für Outdoor-Aktivitäten oder beim Sport kann ich sie hingegen weniger empfehlen. Das Schlaf- und Aktivitätstracking der Skagen Connected ist sehr oberflächlich und kann bei weitem nicht mit einem richtigen Fitness-Tracker mithalten. Es reicht höchstens aus, um einen sehr groben Überblick zu bekommen. Das gleiche gilt für die Benachrichtigungsfunktion. Auch wenn die Idee, verschiedenen Kontakten einen Punkt auf dem Zifferblatt zuzuweisen, sehr interessant ist, bringt das doch nur in den seltensten Fällen einen wirklichen Nutzen. Sehr gut gefallen hat mir hingegen die Musiksteuerung und die Möglichkeit, sich individuelle Zielvorgaben zu erstellen. Auch wenn die smarten Funktionen der Skagen Connected nicht perfekt sind, habe ich sie dennoch sehr oft als nützlich empfunden. Und trotzdem bleibt das größte Kaufargument für die Skagen Connected ihr hübsches Design. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Hybriduhr seid und euch nicht sicher seid, welches Modell jetzt das richtige für euch ist, dann solltet ihr euch unbedingt mal meinen Vergleich der besten Hybriduhren im Jahr 2020 ansehen. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen.